Autohauser präsentiert Mille Miglia 2019 mit Yellow Fox, Car Competence Center, Aktionobel und Glutzkommunikation. Mille Miglia, das Oldtimer-Rennen in Italien, die erste Etappe von Brescia auf Milano, Marittima, ist geschafft. Schauen wir schnell zurück. Der Thomas Hauser war gestern vor dem Start sehr optimistisch. Ja, ich sehe dort vorne, wo es losgeht. Wir haben aber alles gemacht, eine Vorbereitung, die wir machen können. Und ich glaube, es gibt ganz eine gute Zeit. Ich freue mich mega riesig. Es ist schon eines der grössten Ereignisse. Die Strecke wird von der Polizei minutiös kontrolliert und abgesperrt, wenn die Autos durch die grossen und kleinen Städte donnern. Das Team hat sich unterwegs noch mal gemeldet. Bald die Hälfte der heutigen Etappe. Jetzt sind wir noch am Planen, wie wir dort tanken wollen. Die Tankstellen in Italien die sind vermutlich nicht immer offen, dass wir optimal ans Ziel kommen und möglichst wenig Zeit verlieren. Wir haben unterdessen schon eine Mini-Panne gehabt. Das Gas ist eigentlich angeklopft. Das habe ich zum Glück schon mal gehabt, vor einem Jahr, wo ich schaue. Das haben wir dann in ein paar Minuten können beheben. Somit sind wir eigentlich im Moment sehr gut unterwegs. Unsere Lancia Aurelia schnurrt vor sich her. Es ist eine Freude. Wir ändern auch Sorge. Ich schaue den Schlaglöcher, die es nicht wenig hat, in Italien auszuweichen. Jetzt sind wir hier seit längerem mit zwei anderen zusammen, mit einem Austin Hilly und mit einem Lotus 11. Und grüßen hier die Fahrt, wie es der Marco gesagt hat, durchs Flachland. Gut getroffen, guten Mutes, zur Nacht und am Ende der ersten Etappe hat der Pilot etwas müder ausgesehen. Wir sind jetzt gerade angekommen in Milano Marittima am Mittelmeer. Es ist jetzt 10 vor 1. Jetzt haben wir noch etwas Kurzes gegessen. Es hat hier noch ein feines Buffet gehabt. Und wir haben die Bücher halb voll gemacht, dass wir gut schlafen können. Ist alles gut gegangen. Wir sind ziemlich stolz, dass wir hier die erste Etappe geschafft haben. Ja, morgen geht es weiter. Und jetzt gehen wir pennen. Ein neuer Tag, die Sonne scheint. Thomas Hauser, was steht heute auf dem Programm? Also, wir sind wieder bereit für den zweiten Tag. Heute geht es nach Rom. Wir haben vorhin geschaut, dass sie 14 Stunden Fahrt sind. Wir starten etwa am Juni, werden irgendwie bis 14 Nacht in Rom ankommen. Wir haben wunderbares Wetter, beste Bedingungen. Das Auto funktioniert einwandfrei, der Co-Pilot macht seinen Job absolut genial. Er hat ein wenig geschlafen, hat er mir gesagt, heute Morgen, aber sonst sind wir fit. Wir freuen uns auf den heutigen Tag. Wir halten Sie hier weiter auf dem Laufenden. Mille Miglia 2019 führt heute, wie erwähnt, in die ewige Stadt Rom. Hier hinter mir. Die Mille Miglia Berichterstattung ist präsentiert worden von Yellow Fox, Car Competence Center, Aktionobel und Glutzkommunikation.